So, da bin ich wieder. Na, frische Luft ist gut, aber wenn man dafür erfriert, bringt es ja auch wenig. Und er ist immer noch am Denken. Sehr schön. Achso, wir wollten ja kämpfen. Ja. Vergessen wir das Kämpfen oder was? Es geht. So, was haben wir denn hier? Eine Spat. Die Spat wird natürlich zuerst mal vorbereitet von der Flak, um dann von der Fokker im Idealfall erledigt zu werden. Die Voisin, die Gotha. Was war die Gotha? Soll man so vermessen sein, die Voisin anzugreifen? Soll man das wirklich tun? Ja, wir sollen. Selbstverständlich sollen wir. Dann kann die Gotha nämlich, bevor sie repariert wird, direkt auf 5 Erfahrungspunkte nochmal kommen. Das wäre hervorragend. So, die mittlere Artillerie beschießt natürlich die mobile Flak. Er macht nichts, weil wenn er jetzt hier angreift, dann schneidet er sich ja selber ins Fleisch. Ach, jetzt habe ich gar nicht geachtet drauf, ob er es schafft, da drüben. Aber ich glaube, er schafft es nicht. Ich glaube, er hat ihn gezogen, aber ist noch nicht drin. Warte mal, ich hab's gleich. Ah, doch, er ist reingezogen. Ja, er ist reingezogen. Der ist reingezogen, der Sauhund. Was wollte ich hier machen? Hier wollte ich auf jeden Fall die mittlere Artillerie reparieren. Und dann bauen wir hier aber dann noch eine schwere als zusätzliche Verteidigung. Soll ich ihn hier drauf? Ne, der Panzug ist schon voll erfahren. Wir machen das mit der mobilen Flak. Die soll hier die Spat verarzten. Und wir probieren mal mit Infanterie und Pferd auf Panzerzug. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das eine blöde Idee ist, aber wir versuchen es mal. So, die mobile Flak wird hier natürlich auch von zwei Leuten wieder beglückt. So, hier in der Mitte haben wir soweit das. Aber der hier kann noch. Jawohl, der kann noch. Der soll hier ruhig mit der mobilen Flak tanzen. Gut, das gemacht, das gemacht, das gemacht, das auch. Die sind alle zu weit weg. Der kann natürlich auch nichts machen. Hier in der Fabrik können wir den nicht reparieren lassen, weil wir zu wenig Ressourcen haben. Damit müssen wir leben. C'est la vie. Was hatte der hier nochmal drin? Na gut, das ist überschaubar. Die mittlere ist natürlich ein bisschen blöd, aber wenigstens ist es nicht komplett voll mit was weiß ich für Viechern. So. Dann lasst mich mal schauen. Ja, wenigstens noch eine entfernt. Vielleicht schafft es ja meine voll erfahrene Fokker jetzt, die voll wegzuömmeln. Jawohl. Und hat überlebt. Sehr schön. So muss das sein. Ha! Die Rache der Gotha. Ha! Sehr schön. Jawohl. Unser Patrouillenboot hat überlebt. Seins nicht. So muss das sein. Ja, schön. An der mobilen Flak ein bisschen Erfahrung sammeln. Dafür ist er da. Die Spat ist fort. Meine mobile Flak 4 Punkte fahren. Okay, das war eine scheiß Idee, mit der Infanterie den Panzug anzugreifen, aber wenigstens einer von seinen Panzerzügen weg und noch einer. Das nenne ich mal Aufopferung. Unsere Leichte müssen wir gleich gucken, unsere Leute reparieren lassen. Beide werden es nicht schaffen, aber zumindest einer wird es packen. Aha. Ja, das war. Ja, gut. Ich kann leider nicht hinterherziehen. Mit dem Auto. Das ist ein bisschen doof. Ja, das ärgert mich. Okay, der wird dran glauben. Der noch nicht. Da macht er aufs Pferd. Okay, das Pferd ist. Pferd geht kaputt. Bedeutet, wir werden auf jeden Fall hier die Infanterie retten. Pferd werden wir auch versuchen zu retten, aber. Ja, wird nicht viel Erfolg haben. So, Lastwagen lassen wir uns natürlich nicht zerschnetzeln. Oder nur sehr ungern. Allerdings werden wir mit dem Panzerzug seinen Panzerzug hoffentlich wegbomben. Das wäre mir eine sehr große Erleichterung, wenn der weg wäre. Okay, da steht alles gut. Da steht auch alles gut. Alla gut. Wir hatten ja hier noch die Schwere. Die Schwere setzen wir direkt hier hin. Und die haben wir noch die mittlere. Und die mittlere hätten wir jetzt hier hingesetzt, aber da ist er besetzt. Was hat denn der hier noch? Na gut, die mittlere, die will ich jetzt da nicht hinsetzen. Da setze ich dann lieber. Ach so, die ist ja noch gar nicht repariert. Die ist ja noch gar nicht repariert. Das ist aber blöd. Dann setze ich die mal auf jeden Fall hierhin als Block. Wo kann ich denn die hinsetzen? Könnte ich jetzt hier runtersetzen? Aha.
Da hätten wir seine mobile Flak als Block. Ist die Frage, aber nächste Runde kriegen wir wahrscheinlich die Infanterie nicht weg mit den beiden. Und das heißt, meine mittlere wäre schon wieder... Ach, egal. Egal jetzt. So, die mobile Flak, die sollte doch dahin, wo Flugzeuge ausgemacht sind. Da unten ist nichts mehr Flugzeugiges. Das heißt, die hat ihre Schuldigkeit getan. Die kann hier rübergehen. Okay, die Gotha, die Gotha, die Gotha. Voisin, die Fokker. Die Fokker soll natürlich repariert werden, ganz klar. Wir haben ja hier auch nicht unser Geld zum Fenster zum Rausschmeißen. Gut, die Flak wird sich um die Voisin kümmern. Diese Fokker hier... Ja, was macht diese Fokker hier? Diese Fokker hier wird sich auch um die Voisin kümmern. Er wird natürlich reinziehen. Der wird sowieso zerstört. Die leichte Artillerie sende ich mal um 1 hier rüber. Gut, dann haben wir hier... Gut, na, das reicht ihm nicht mehr. Er bringt hier drüben zwar schon wieder Infanterie, aber kann er vergessen. Da haben wir... Warte mal, wie weit schießt die auf Land? Also Boden und Wasser 2. Das heißt, ich kann die hier hinsetzen und kann ihm seinen Charon angreifen. Gut, genau. Dann sollen die hier nach unten ziehen. Da haben wir noch was drin? Nein. Dann bringen wir ihn mal in Sicherheit. Und ziehen hier mal unsere Fußsoldaten hinterher. Die sollen sich dann um die Elite-Infanteristen da unten kümmern. Tja, was mache ich mit meiner Gotha? Mit meiner 2-Punkt-Gotha? Das ist eine Gotha-Frage. ich weiß, was ich mit der Gotha mache. Nee, das wäre blöd. Da ist noch eine mobile Flak. Aber ich sollte die... Mann, ich sollte die fast noch ein bisschen erfahren machen. Wenigstens ein kleines bisschen. Wie viel Erfahrung haben die? Okay, ich schicke die Gotha noch auf die Elite-Infanterie. Ist vielleicht ein Fehler, aber... Ich kann die mit nur einem Mann Verlust da nicht reinschicken. Das wäre blöd. So, auf jeden Fall holen die sich hier das Depot. Und haben damit eine neue mobile Flak. Und die werden weiterziehen, so schnell wie möglich. Vielleicht kann man dann nächste Runde hier sogar noch was einladen. So, das Depot hier unten, was hat das nochmal? Ja, das wäre auch nicht schlecht zu holen. Der wird auf jeden Fall das Depot holen, das ist klar. Ja, was machen wir mit ihm? Was machen wir mit ihm? Ja, was machen wir mit ihm? Den setzen wir hier rüber. Mit dem werden wir versuchen, das Pferd noch ein bisschen aufzuhalten, dass nicht so wahnsinnig schnell nach oben kommt. Okay. Das war's von unserer Seite aus. Der wird hier den kaputt machen, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, meine Güte, eine. Pff, eine ist keine. Und ja. Himmelfahrtskommando. Was willst du machen? Man muss auch Opfer bringen für den Sieg. So sieht es halt um aus. Mein Depot. Mein Feuchtigkeitsdepot. Ho, ho, ho. Und meine Fabrik. Jetzt kann ich gleich mit dem Renault rumfahren. Jubel, jubel, freu, freu. So, da hat er nämlich nichts, was er reinziehen könnte. Und die gibt mit 15 Rohstoffen gibt noch richtig gute... Er kann sowieso nicht reinziehen, weil das Ding voll ist, egal was er macht. 2 Renaults, 2 leichte Artillerien, eine Elite-Infanterie und 2 normale Infanterien. Perfekt. So, die leichte Artillerie geht auf die mobile Flak. Das muss er schon machen. Das Patrouillenboot geht auf den Charon-Panzer. Die mittlere geht... Auch auf die mobile Flak, die ist weitaus gefährlicher. Die Fokker geht auf die Voisin. Die stationäre Flak ebenfalls. Die Gotha macht im Idealfall die Elite-Infanterie platt. Hier wird repariert. Und zwar richtig repariert. Nicht nur so ein bisschen. Hier wird auch repariert. Der schießt den Panzerzug zu Klump. Hoffentlich. Ja, die Infanterie. Wir greifen die Mobile nicht an, die tut uns hier nichts. Wir müssen die Infanterie wegkriegen, damit die unsere mittlere hier nicht zu arg
kaputt macht. Gut, da haben wir alles repariert da drin. Gut, da unten gibt es nichts mehr. Da haben wir alles erledigt. Drüben haben wir alles erledigt. Was ist hier? Hier können wir noch nichts machen. Depot müssen wir nicht. Also, wie viel haben wir denn? Oh, Rohstoff 56 zu 56. Das wird sehr interessant. Wie gesagt, die Fabrik war eigentlich nicht für uns vorgesehen. Hier ist noch... Das sieht aus wie ein F da, diese Punkte. Okay, die war dann wahrscheinlich auch für ihn vorgesehen, wenn wir es Gleichstand haben. Jetzt wird die Frage sein, wie viel bringt dieses Depot? Und es bringt 6 Rohstoffe, okay. Das obere Depot, das wird uns gehören, bringt 7. Das heißt, wir wären einen vorne. Und dann kommt es darauf an, wer dieses Depot mit seinen 8 Rohstoffen zuerst holt. Ich hoffe natürlich wir, aber wir haben kein Pferdchen hier drin. Heißt, wir müssen uns auf die Geschwindigkeit unseres Lastwagens verlassen. Hier kommt ganz schön viel Geömmel an. Gut, dass wir hier eine schwere Artillerie noch rausgesetzt haben, die hoffentlich sich möglichst schnell erfahren macht und dann hier ordentlich reinholzt. Gut, schauen wir mal zu, was er so treibt. Ich bin ja gespannt, wo seine Panzer im Endeffekt dann aufschlagen werden. Ich kann da gerade... Achso, der kommt von da unten. Achso. Ah, ja, okay. Der kommt hier unten über diese Brücke. Genau. Das heißt, er will auf die Fabrik gehen. Da muss ich die Fabrik natürlich noch besser schützen. Das nächste, was dann bei der Fabrik mit rauskommt, wenn ich die Einheiten draußen habe, ist eine schwere Artillerie. Wie üblich. So, er ist fertig. Gerade wenn ich was trinke, natürlich, wie auch sonst. Dann lasst uns mal sehen, was wir hier noch so zerrupfen können von ihm. Ha. Mein kleines, wehrhaftes Patrouillenboot. Und meine kleine, nicht mehr ganz so gut aussehende mittlere Artillerie. Da hat die Fokker zugeschlagen, so muss es sein. Bye bye, Voisin. Ah, schade. Yes. Aber wird mit der verbleibenden Elite-Infanterie wieder gegen meine Gotha wahrscheinlich nichts ausrichten können. Das wäre ein bisschen heftig. Ja, immer noch mal auf 3 dezimiert. Das wird nicht dran hindern, auf unsere Mittler noch mal reinzuprügeln, aber okay. Ja, ja, da hat er das Depot besetzt. Okay. Soll er machen. Er greift, ja, natürlich auch. Wird sie wahrscheinlich nicht überleben. Achso, es ist ja voll. Der Renault ist ganz schön stark. Deswegen werden wir ihn hier rausziehen. Jetzt die Reihen erstmal zum Reparieren. Dann den zweiten Renault raus, nach hier oben. Dann haben wir hier natürlich eine schöne Artillerie. Die passt da wunderbar hin. Dann sie noch und sie noch. Halt. Jungs. So. Gut. Ja, er flieht da auch. Gut, die Gotha werde ich hier oben zur Reparatur fahren. Fliegen. Was machen wir hier unten? Okay, ich lade die jetzt erstmal in den Laster ein. Oh, der hat nur noch 3 Kapazität. Da muss ich echt aufpassen. Nicht, dass ich hier meine Leute einlade und dann kommt irgend so ein Witzbold und zerbombt mir mein Laster. Ja, das wäre sehr unschön. Kriegen wir den nächste Runde weg? Ja, dann kann ich den hier hinstellen. Was ist mit ihm? Die Fokker. Ja, die Fokker muss auch zur Reparatur. Wenn sie die mobile Infanterie überlebt. Mobile Flak. Ich sag immer Infanterie. Kurz die Türken. Gut, der kann noch eins weg und schießt dann ebenfalls auf die mobile Flak. Der natürlich auch. Und ja gut, die Flak, was soll sie machen? Ist ja kein Flugzeug mehr hier. Okay. So, was wollten wir jetzt da machen? Die Infanterie geht natürlich zum Reparieren. Die Elite-Infanterie nicht. Die wird nämlich... Weil der wird eins vorrücken. Und die 5er wird sich hier reinsetzen. Genau. So, was haben wir hier? War die repariert? Jawohl, die war repariert. Das heißt, die kommt hier unten auch mit dazu. Okay.
Die mobile Flak. Gute Frage. Sehr gute Frage. Also hier haben wir definitiv keine Flugzeuge mehr. Der ist jetzt auch nicht so der Typ Gegner, der Flugzeuge im Wesentlichen nachproduziert. Das mache eher ich. Hier hatten wir nichts mehr drin. Doch, den Schwerpanzer, klar. Und ist die schon repariert? Lass mich sehen. Lass mich doch sehen, ob die repariert ist. Na, also ist doch repariert. Gut, bedeutet, die kann ich wieder in Einsatz schicken, aber wohin? Wohin, wohin, wohin? Die schicke ich mal nach hier drüben. Okay. Jetzt wollte ich natürlich als erstes gucken, ob ich da rum wieder welche in den Laster. Jawohl. So muss das sein. Genau so muss das sein. So habe ich mir das vorgestellt. Die auch noch rein? Na komm. Jawohl. Und die Einheit hier, die geht hier nach draußen. Und der Laster fährt dann weiter seine Runden. Der kommt nicht besonders weit. Der kommt echt nicht besonders weit. Da könnte ich auch versuchen, einen Fußsoldat. Na gut, das geht nicht. Den kriege ich nicht so rüber. Naja, gut. Dann wird hier mein Alarm für Cobra 11 Einsatzfahrzeug versuchen, oh Gott, die hier einigermaßen zumindest zu stoppen. Ja, verdammt, das wird jetzt schwierig. Die werden nach da oben gehen. Und werden versuchen, hier die Depots zu holen und dann hier rüber zu ziehen, um mir in den Rücken zu fallen. Das bedeutet, ich muss auf jeden Fall hier oben einige Einheiten, entweder einige Einheiten mit Laster etc. pp. Holen oder hier schön mit der Gotha immer die Leute wegbomben. Das müssen wir aber sehen, wie wir das machen. Wie sieht es denn einheitentechnisch aus? 41 zu 54, okay. Er kriegt deutlich mehr Rohstoffe im Moment. Na gut, deutlich nicht, aber ein paar mehr, 6 mehr. Ja, können wir mit leben. Wir haben ihm eine Fabrik geklaut und zwei Renaults. Das ist mir Genugtuung genug. Und er hat es nicht geschafft, meine leichte Artillerie zu killen. Und meine Fokker auch nicht. Wunderbar. Damit ist mein Leichter nämlich gerettet. Geschützt. Gerettet hier. Sowas mag ich. 4 Sterne, ein übrig gebliebener. Mal kurz zum Reparieren. Der ist ja sowieso schon. Okay. Dann schlägt es die Stunde der Renaults. Jetzt den gnädigen Herrn hier in die ewigen Yachtgründe schaffen. Natürlich meine mittlere Artillerie macht seine mobile Flak voll fertig, damit sie auf 5 Punkte kommt. Ja, die kann dann leider hier nicht mehr zum Tragen kommen. Das ist ein bisschen doof, aber Schicksal. So, die leichte Artillerie geht hier hoch und macht die Infanterie platt. Gut. Den muss ich auf jeden Fall nächste Runde irgendwie noch beseitigen, wenn ich hier meine zwei Leute ranziehe. Denn auf Einfeldentfernung kann er nicht schießen mit dem Ding. Gut, hier drin auf jeden Fall die Gotha reparieren und dieses Flugzeug auch. Wir haben ja genug Sachen übrig. Gut, lass mich schauen. Wir haben hier eine 3er, wir haben hier eine 6er, wir haben hier eine 2er. Gut, die 2er wird von der Schweren angesprungen. In der Hoffnung, dass es sie gleich kaputt macht. Gut, die 3er wird hier von ihm angemacht. Und die 6er wird von ihm angemacht und von dem Pferd hinterher. Diese mittlere Artillerie geht auf den Renault. So sollen wir machen. Der wird auch repariert. Damit haben wir das Rohstoff auch so gut wie verbraucht. Hier drüben haben wir alles erledigt. Hier ist noch nichts, was wir machen könnten. Hier auch noch nichts. Okay. Ja, ich habe hier an alles gedacht. Ja, habe ich. Ja, das Rennen hier drüben um die Depots wird spannend werden. Kommt, wie gesagt, darauf an, wie weit ich ihn bremsen kann. Weil das ist natürlich noch ein ziemlicher Weg, wenn der nur 3 fahren kann. Ich werde ihn hier runterfahren lassen. Na, dann hier wird hier einer rausspringen, der das Depot sich holt. Was ist denn da drin? Ist da wenigstens ein Pferd drin? Jawohl, da sind sogar 2 Pferde drin. Und dann wird es ein Wettrennen, Pferde gegen Pferde um das Depot. Vielleicht gelingt es mir, also ich werde auf jeden Fall die Gotha, wenn die repariert ist, nach hier drüben noch entsenden und versuchen, dieses Rennen etwas zu beeinflussen. Ja, und sobald wir hier die Lage stabilisiert haben, ist natürlich da drüben die Fabrik nicht weit weg.
Das ist gut. Wir haben hier mit dieser Fabrik haben wir eine sehr wichtige Eroberung gemacht. Eine sehr, sehr wichtige. Wunderbar, wunder, wunder, wunderbar. Ja, ganz wunderbar. So, den könnte ich eigentlich nach oben schicken. Um hier dann ein bisschen entgegenzuwirken, wenn Not am Mann ist. Ich darf hier diese Straße nicht unterschätzen, weil wenn mir hier ein Rücken fällt, dann wird es schwierig, wenn es ihm gelingen sollte, mir die Depots zu klauen. Was ich nicht hoffe. Na gut. Ja, er überlegt, was macht er. Er zieht natürlich seine Pferdchen raus, selbstverständlich. Probiert wieder alles durch. Geht natürlich wieder nicht, außer dieses. Stimmt, er hat noch sein blödes Flugzeug, das mir da ein bisschen Ärger bereiten könnte. Aber wir haben ja seine Renaults. Hatch, Badge. So, sehr schön. Und Rumsbums aus die Maus. Die müssen wir auch zur Reparatur dann schicken. Gut. Jawoll. So muss es sein. Und so muss es sein. Wir haben eine sehr gute Ausgangsposition inzwischen. Ja, ein bisschen vorbereitet so für unsere Artillerien.